Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Woot Galaxy. Nach keine Ahnung wie langer Zeit, bestimmt schon Jahren, ne, können wir dieses Let's Play endlich weiterspielen. Es hatte mehrere Gründe, wieso es pausiert gewesen ist. Ich glaube, das lag damals daran, ich hatte sehr, sehr viel Zeit gehabt und habe deswegen sehr viel vorproduziert. Quasi zu der Zeit, wo das Let's Play pausiert worden ist, hatte ich es quasi schon durchgespielt. Was schon ziemlich unglaublich klingt, wenn ich so... Nee, das klingt nicht unglaublich. Ja, das ist unglaublich, aber das hat einen Grund, weil Woot Galaxy so ein typisches Spiel ist. Das funktioniert nur auf einer komplett automatischen PlayStation 2. Und ich habe halt diese kleine, diese flache, die handlichere, die aber mehr analog und nicht automatisch ist, weil mir die einfach nur besser gefällt. Und deswegen habe ich mir von einem Kumpel damals die automatische PlayStation 2 ausgeliehen, der sie mir zur Verfügung gestellt hat, damit ich quasi das Let's Play zocken kann. Deswegen habe ich dann, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr oder so, wenn es hochkommt, das Game durchgesuchtet ohne Ende. Keine Ahnung, wie viele Let's Play-Folgen pro Tag aufgenommen, um halt das Game möglichst schnell zu beenden. Dann jedoch habe ich irgendwann einen neuen Rechner bekommen. Oder mir einen neuen... ich habe mir einen neuen Rechner geholt. Den natürlich auch wieder zusammengesetzt und sowas, musste dann jedoch eine Windows neu installieren. Also einen Rechner komplett neu aufsetzen. Und dabei gab es dann, glaube ich, anders kann ich es mir nicht vorstellen, gab es dann beim Sichern der Dateien, die auf den alten Rechner waren, wahrscheinlich ein kleines Problem. Auf alle Fälle waren alle Folgen, die ich aufgenommen habe, wirklich alles komplett weg. Das Game hatte ich dann zwar noch, hab's aber durchgespielt. Hab natürlich zwischendurch nicht gespeichert, hatte nur einen Speicherstand, weshalb der Speicherstand am Ende von den durchgespielten Game da war. Und die Folgen waren weg. Ich hatte bis zur, keine Ahnung, ungefähr Hälfte oder so, ich weiß nicht welche Folge, wir müssten noch nicht mal bei der 50 angekommen sein, glaube ich. Hab ich hochgeladen. Aber danach konnte ich halt nichts mehr hochladen, weil ich nichts mehr zum Hochladen hatte. Ich hätte natürlich das Game jetzt nochmal von vorne anfangen können, bis hierhin spielen können und sowas. Aber ich hatte die Konsole nicht mehr. Das ist dann blöd natürlich. Deswegen war das Game bis jetzt pausiert. Das Let's Play bis jetzt pausiert. Und jetzt habe ich mir in dieser wundervollen, heftigen Hitze... Ich glaube, das müsste das heißeste Jahr sein, das wir seit, keine Ahnung wie lange hatten, ne? Hab ich mir dann doch mal die Zeit genommen, weil ich sie habe in letzter Zeit, das Game nochmal neu zu starten. Hab mir jetzt extra für 60 Euro eine neue Konsole geholt, wo ich da natürlich bemerken musste, scheiße, Woot Galaxy gibt's auch für PlayStation 4. Da kostet das Game um die 6-7 Euro im PSN Store. Geil. Hätte ich mir 10-fache sparen können. Ah gut, jetzt habe ich hier noch eine neue Konsole rumstehen und habe mir dann, wie gesagt, das Game jetzt von Anfang an nochmal neu bisher her gestartet, gespielt und so weiter. Deswegen, wir sind jetzt definitiv nicht mehr so ausgerüstet wie in der letzten Folge, falls sich noch irgendjemand an die letzte Folge erinnern kann. Kann allerdings auch möglich sein, dass so in 10 Jahren irgendwer sich denkt, hey geil, ist ein cooles Spiel, ich schaue mir das Let's Play mal von Anfang bis Ende an. Vielleicht kommt ja sowas, kann ja möglich sein. Also wie gesagt, Ausrüstung haben wir hier jetzt gar keine mehr, wie in der letzten Folge. Ich habe jetzt, ach du Scheiße, Glanzhorn ist das, Destructo, Blaster. Ich müsste mich mal anders positionieren, denn von dieser Entfernung kann ich wieder mal nichts sehen. Ich werde langsam echt alt, meine Augen sind nicht mehr so gut wie damals, das ist echt... traurig. Kisala hat hier gerade einen Piraten. Glaven oder so. Und die Super Sneaker mit Sternchen.
Und Diego hat eine schwere Axt, die müsste er im letzten Part auch gehabt haben. Und einen 0G-Wächter. Ich glaube, den hat er ja auch vielleicht, keine Ahnung. Ich werde euch auf alle Fälle eine komplette Liste unten reinschreiben, wo ihr die ganzen Items, die ich jetzt hier habe, herbekommt. Ich habe es mir jetzt alle gekauft oder auch mit Toady hergestellt. Aber auf alle Fälle nicht mehr so wie in der letzten Folge oder wie im Rest des Let's Plays. Ich bin ein bisschen mit Geld rangegangen. Also ich habe mir ab einem gewissen Punkt alle Items einfach nur gekauft und habe dann ab da gestartet. Denn vorher habe ich ja gemacht, ich kaufe mir die günstigsten Items und level die dann von Anfang an bis zum Ende durch hoch und verwandle sie mit Toady. Das habe ich mir jetzt hier nicht gemacht. Ich habe einfach nur versucht, so schnell wie möglich durchzuwaschen, um hierher zu kommen. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir damit aufgehört, hier in der Stadt rumzulaufen und da nochmal mit jedem zu reden oder so. Scheiß drauf, wir gehen jetzt einfach nur in die Mine. Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was uns da jetzt noch alles gefehlt hat, deswegen... Ist ja egal, gehen wir einfach nur hier in die Mine. Ich weiß nicht, ob wir mit denen schon gesprochen haben. Machen wir einfach. Hier in der Stadt leben alle möglichen Typen, auch Roboter wie ich. Cool, cool. Was? Ein neuer Rekrut? Wenn das so ist, dann lass uns zusammen zur Mine gehen. Okay, Mann. In der Mine können nur Männer arbeiten. Frauen haben zu schwache Arme, um hier im Fels zu graben. Gut, wenn ich da so an China denke, Rip in Peace, du Glücklicher, oder so, oder Lilika, würde ich jetzt nicht bestätigen, die Aussage. Let's hurry. Gale is in the line. Was für ein Tag, was für ein Tag, wenn ich noch mehr arbeite, bin ich hin. Ich überlege gerade. Machen wir ganz kurz einen ganz kleinen Cut hier. So, dann benutzen wir das Let's Play jetzt direkt auch mal ein bisschen zum Testen, ne? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie sich die Tonqualität jetzt anhört. Ich habe hier einfach jetzt mal innerhalb kürzester Zeit alles komplett umgebaut, dass ich ein bisschen bequemer sitze, dass es nicht mehr so heiß ist. Wobei, so hot wie ich bin, ist es... Oh. Und dass ich einen besseren Blick auf den Fernseher habe, denn der war einfach nur viel zu weit weg, als dass ich da was gut lesen konnte. Ich habe ja immer noch so ein wunderschönes steinaltes Röhrengerät für meine Playstation, für meine alten Konsolen allesamt. Weil auf meinen großen Flachbildfernseher, die haben keine Anschlüsse für die alten Konsolen meistens. Ich brauche hier SCART und sowas und ich könnte mir da natürlich noch irgendeinen Adapter oder sowas kaufen, aber wofür denn? Ach, ihr wollt in den Minen arbeiten? Keine Chance! Bergbau ist nur für die wenigen Auserwählten. Jawohl. Vielleicht bin ich ja einer der wenigen Auserwählten, du Noob. Gute Arbeit. Danke. Die gefällt mir. Das ist nicht die. Die ist cool drauf. Na dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon viel zu viel Zeit verschwendet. Gehen wir jetzt einfach auf in die Mine und hier... Okay, das sah aus wie eine geöffnete Schatzkiste. Mit einem Sternenschlüssel, ha! Und ein Zauberlippenstift, cool. Okay, hier ist nichts weiter. Ich habe das Game jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Also, außer die letzten paar Tage, wo ich quasi das Game von Anfang an bis Ende nochmal durchgespielt oder nochmal gespielt habe, um hierher zu kommen, damit das Let's Play weiterlaufen kann. Generell ist das jetzt auch erstmal nur ein Wechsel. Also, Rouge Galaxy ist jetzt nicht mehr pausiert. Dafür wird aber White Knight Chronicle pausiert werden, denn... okay, nochmal komplett zurück. Ich habe die letzten paar Wochen eine kleine Änderung am Kanal vorgenommen. Dieses Jahr wird auch kein neues Hauptprojekt mehr kommen. Denn ich werde nur noch maximal 3 Spiele pro Projekt bringen.
halt zum Beispiel maximal drei Hauptprojekte. Weil bei Hauptprojekten ist es zum Beispiel so, das sind allesamt... Oh, wer bist du denn? Keine Ahnung warum, aber in letzter Zeit mischt Date von sich in die Arbeit ein. Ich mag es nicht, wenn Schwächlinge mir erzählen, was ich zu tun habe. Da kenne ich, das Gefühl kenne ich. Da bin ich voll auf deiner Seite. Weil Hauptprojekte sind meistens JRPGs, die sehr, sehr oft über 100 Folgen haben. Und ich bringe nur zwei Folgen pro Woche. Das heißt, es sind maximal 104 Folgen im Jahr. Und das wiederum heißt, dass wir es nicht innerhalb von einem Jahr schaffen, ein Hauptprojekt zu beenden. Dark Cloud war bisher die einzigste Ausnahme. Das hat zwar auch Jahrhunderte gedauert, bis wir das beendet haben, glaube ich. Aber war halt das einzigste Game, was keine 100 Folgen hat, ne? Aber alle anderen Spiele, die werden definitiv... Also von einem guten JRPG verlange ich quasi, dass es mindestens 100 Folgen lang geht. Zumal ich mir ja auch fast immer unendlich viel Zeit lasse beim Spielen. Deswegen, wenn das dann so weitergeht und ich jeden Dezember ein neues Hauptprojekt bringe, läppern die sich. Weil das eine kriegen wir nicht in einem Jahr fertig und dann kommt wieder ein neues. Und das geht immer so weiter und irgendwann habe ich dann hier 14 Hauptprojekte. Wenn dann nochmal sowas passiert, von wegen, dass ein Projekt mal für eine Zeit lang ausfällt, wegen Gründen, dann wären es am Ende noch mehr, denn auch so Dark Cloud hat über ein Jahr gedauert, also ist dann schon blöd. Wie man das regeln könnte, wäre, wenn ich dann mehr Folgen pro Woche rausbringe, allerdings müsste ich dann auch mehr Zeit hier in den Kanal reinstecken. Und er ist immer noch nur ein Hobby. Also ich habe jetzt nicht vor, mein komplettes Leben hier reinzustecken. Habe ich halt wirklich nicht. Und ja, deswegen mache ich es jetzt hier so, quasi genauso wie schon vor Jahrhunderten mit den Let's Play Together Projekten, weil da hat man ja auch dasselbe Problem, dass Aeon noch nicht fertig war und ich dann ein zweites gestartet habe. Aber wir haben Aeon nicht mal so hinbekommen, dass wir da pünktlich jedes Mal eine neue Folge rausbringen konnten, ne? Weil es halt einfach zu stressig war mit 8 verschiedenen Leuten damals, keine Ahnung, vielleicht auch noch mehr, einen Tag zu finden, wo man aufnehmen kann. Und dann dazu dann noch ein zweites Together-Projekt mit mindestens genauso vielen Leuten, das geht nicht. Deswegen ist Rift ja auch pausiert, quasi. Das kommt ja dann, wenn Aeon vorbei ist, was dann jetzt nicht mehr so lange dauern sollte. Und ja, genauso machen wir es dann jetzt auch mit allen anderen Projekten. Nur, dass hier jetzt nicht die maximale Anzahl an Projekten 1 ist, sondern 3. Also maximal 3 Hauptprojekte, maximal 3 Nebenprojekte, maximal ein Together-Projekt und... Gut, die extra Bonusprojekte, die ich jeden Sonntag rausbringe, das sind ja sowieso nur Special-Dinger. Aber ich denke mal, da wird es auch maximal nur eins. Horrorprojekte kommt derzeit ja quasi gar nicht mehr. Da muss ich mir auch noch einen Zeitpunkt raussuchen, wann ich da mal weitermache. Dazu fehlt mir aber echt die Lust, weil Five Nights at Freddy's jetzt nicht wirklich so ein Spiel ist, was mich gut packen könnte. Speichern brauchen wir nicht. Aber da kommt es auch irgendwann nochmal weiter. Hier kommen wir nicht hin. Und hier scheinen wir jetzt quasi in der Mine zu sein. Das wird dann wahrscheinlich... Gab es hier sowas wie Dungeons? Ja, gab es. Hier gab es auch Dungeons. Also wird das jetzt wahrscheinlich eine Art Dungeon sein. Großen Kaster, Gefängnis und die Raumschifffabrik waren ja Dungeons. Halt! Time for a shift change. Huh? Haven't seen you around before. You new? Haven't you heard? We joined the drilling team yesterday. It checks out. All right, go on in. Eben hat noch einer gesagt, die Mine ist nichts für Frauen. Wir kommen hier mit Kisada rein und die finden daran nichts verdächtig?
ist ja sehr interessant. Wenn wir nur das eine Ding ausgraben können, was wir alle, sind wir alle Millionäre. Das Minenteam ist auf der unteren Ebene. Ihr müsst euch beeilen. Wieso denn beeilen? Hat die Schicht schon begonnen oder was? Ich komm nicht gern zu spät. Und ein Drachengottkopf. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Gehört ihr zum neuen Minenteam? Die Moriarty-Männer sind in der Ruinenhalle. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal die Enthüllung machen sollte. Ja, komm. Ist quasi die erste Folge seit keine Ahnung wie langer Zeit. Da können wir mal schauen, ob wir hier noch was Neues reinbringen. Ich habe hier auch noch bisher alles so schnell gemacht, ohne mir irgendwelche Ideen darüber zu machen. Aber hier scheint es auch nichts mehr nur wirklich Neues zu geben. Ich gehe quasi einfach nur eine gewisse Reihenfolge mit Chars entlang, den ich dann jedes Feld, was voll gemacht werden kann, voll mache. Und ja, das ist so. Also zuerst Jester, dann Sequim, dann Kisala, die allerdings auch nichts Neues hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gemacht habe. Dann kommt Simon. Hat aber auch nichts Neues. Aber da könnt ihr wenigstens sehen, was ich hier schon alles eingefügt habe. Auch wenn ich relativ schnell drüber gehe. Aber ihr könnt ja pausieren oder so, wenn es euch interessiert. Dann kommt Steve, dann kommt Lilika. Die allerdings auch nichts Neues hat. Wir haben scheinbar keine neuen Items bekommen. Und dann Juppis, der noch irgendeinen anderen witzigen Namen hatte, der mir gerade doch nicht einfällt. Juppie? Keine Ahnung. Und zum Schluss Diego. Der hat dann allerdings auch nichts Neues. Blöd. Okay, war es jetzt quasi völlig umsonst, dann geht's weiter auf in die Mine. Warum wir hier ohnehin jeden Tag nur Wenn wir hier ohnehin jeden Tag nur schwitzen und graben, warum jagen wir dann die ganze Mine nicht einfach hoch? Naja, weil wenn du das tust, stürzt sie zusammen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das bekommst, wonach du gräbst, relativ gering, möchte ich meinen. Und schwitzen tust du auch hier jetzt so, außerhalb der Mine. Gut, auf meiner sicherlich nicht, aber hier in Deutschland garantiert. Und Mine erste Schicht. Das sieht echt aus wie ein Dungeon. Jetzt weiß ich nicht, man konnte an Kisten erkennen, was jetzt eine echte Kiste ist und was eine Mime ist. Anhand eines solchen roten Punktes. Allerdings gab es dann auch noch den Erdschlüssel, der ebenfalls einen so einen Punkt hatte. Das ist eine Mime. Okay. Here we go. Hier gehe ich mit Blitzschwert rein, weil da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir das Teil paralysieren können. Gehen wir mit Kisala noch mit einem Dolchstoß. Ich glaube, der kann es einfrieren oder so. Und Diego macht einen Superkämpfer. Und dann sollte es jetzt eigentlich gehen. Hauen wir noch so ein Teil rein. Nicht der beste Schaden, allerdings ist das Vieh auch scheiße tanky. Und das Gute ist, so viel ich von der letzten Folge jetzt sehen konnte, hatten wir da das Problem, dass unsere Waffen so schlecht waren, dass wir nur mit meiner Sekundärwaffe kämpfen konnten. Dieses Problem habe ich jetzt glücklicherweise nicht mehr, weil ich mir halt stärkere Waffen geholt habe. Wenn ihr auf dieselbe Art und Weise spielen wollt wie... Oh, hier, L2. Wie ich es damals gemacht habe, die ich euch eigentlich nur empfehlen kann, weil ihr da am Ende die besten Waffen bekommt, ist diese Mine wahrscheinlich ein bisschen anstrengender für euch. Aber ist... Alter, das Vieh ist aber auch stark. Ist quasi vergleichbar mit
Das Beste bekommt ihr auf den schwierigsten Weg. Das hier ist jetzt ein einfacherer Weg. Aber am Ende des Bonus-Dungeon werde ich sowieso mit den Save-Game machen von der ersten Tour, die ich hier hatte. Denn das Level haben wir ja, wie gesagt, noch. Deswegen ist halt quasi schwierig, das Gameplay jetzt hier. Aber ich sag mal so, so ist es wesentlich besser als wenn ich es jetzt quasi abgebrochen hätte. Also so ist es jetzt garantiert nicht wirklich perfekt, geschweige denn vielleicht gut. Aber immer noch tausendmal besser als einfach gar nichts zu machen. Deswegen, ich hoffe, es beschwert sich niemand von euch. Ihr könnt ja dann die Waffen gern noch so weitermachen, wie ich es anfangs vorhatte. Ah, toll. Wie gesagt, die Liste gebe ich euch alle in die Videobeschreibung oder so. Und dann ist die Sache ja... toll. Quasi vollkommen gut. Ich sollte jetzt vielleicht ein bisschen mehr Konzentration auf das Game richten, ne? Nee, die Wiederbildungsgebot machen wir nicht, weil da hinten noch ein Save Point war. Klar, da verliert Kisala jetzt zwar Erfahrung. Aber ich wette mal auf den Weg zu den Save Point und auch wieder zurück. Werden wir garantiert auch nochmal auf ein paar Gegner treffen. Bei denen die Erfahrung dann wiederkommt. Und tut mir leid, falls ich jetzt hier so überaus langweilig kämpfe. Weil ich fast nur mit dem Wüstenwind reingehe. Aber ich muss halt bemerken, dass dieser Skill ziemlich OP ist. Okay, der Save Point, der war doch scheinbar etwas weiter weg als gedacht. Aber hier hinten gab es keine Gegner mehr, glaube ich. Aber ich versuche den Wüstenwind jetzt natürlich auch nicht zu oft einzusetzen. Aber er ist halt echt OP. Und Mana-Probleme haben wir mit den ganzen Save Points, die hier sind, selten. Wenn, ist es natürlich schlimm. Aber wir haben, glaube ich, auch noch solche Mana-Tränke, die ich nie verwende. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Let's Play bisher auch nur einmal einen Mana-Trank verwendet habe. In der Zeit, wo ich jetzt hier das Game neu gestartet habe, auf jeden Fall habe ich keinen Mana-Trank verwendet. Deswegen, also den Wüstenwind, den kann ich echt nur empfehlen. Also damit reinzuhauen, entweder besiegt man direkt alle Gegner auf einen Schlag, oder die Gegner sind so schwach, dass der Kampf auch so nicht mehr besonders schwierig ist oder lange dauert. Kann ich nur empfehlen, macht Spaß. Ja komm, gegen drei solche stärkeren Zombies kann man auch so funktionieren. Außerdem ist der Wüstenwind auch noch aus diesem Grund ziemlich gut, denn es ist besser, wenn ihr noch ein paar mehr Leben habt, als wenn die Gegner euch halt killen. Und ja, diese diese Zombies sind dann doch etwas stärker. Das ist ein neues Level hier. Und was zum Teufel ist das jetzt? Geht's da weiter? Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht. Alle Leute, die hier arbeiten, wurden von den Moriartys eingestellt. Da hinten ist auf alle Fälle eine Schatzkiste. Die nehmen wir direkt mit und ein Typ, der mit einem Felsen redet. Oder nicht? Wegen des Einsturzes neulich sind alle Straßen gesperrt. Man kann nur schwer irgendwo hin. Das gefällt mir nur wenig. Dreifach Elixier, das habe ich gerne, auch wenn ich es wahrscheinlich nie verwende, wie schon gesagt. Und hier hinten ist dann jetzt eine Sackgasse, oder? Nein. Ha. Da geht es aber auch weiter. Ich nehme mal an, dass das hier hinten eine Sackgasse ist. Hoffe ich auf alle Fälle. Blöd ist, dass wir keine Map haben.
Jetzt geht hier schon wieder diese unglaublich starken Zombies. Auf alle Fälle weiß ich jetzt, wieso die sagten, dass hier in der Mine zu arbeiten wirklich gar nicht mal so einfach ist. Ja, hauen wir da einfach nur einen Heiltrank rein, das reicht aus. Jetzt noch einen Wüstenwind zu machen, das wäre idiotisch, wenn es nur noch zwei Gegner. Klar, die halten einiges aus, aber so stark sind die jetzt auch nicht. So. Und hier hinten. That's how you get it done. Ah, oder ist das. Das kreuzt sich, ne? Sieht so aus, okay. Hier ist auf alle Fälle keine neue Schatzkiste. Aber hier ist noch. Oh, Scheiße, was ist das für ein Labyrinth hier? Hör doch auf mit sowas. Das ist eine Sackgasse, oder? Nein, da geht's auch weiter. Oder? Natürlich geht's da. Nein, das ist eine Sackgasse. Ah, cool. Und Collage. Die Moriarty-Wachen hier haben ein scharfes Auge auf alle, die die Mine betreten oder verlassen. Aber es interessiert sie überhaupt nicht, was wir drinnen machen. Ja geil, also könnte man quasi in die Mine gehen, sagen, hier, mein Arbeitstag beginnt. Und dann einfach gechillt Eierbaum hinlassen. Ist ja auch ein geiles Arbeitsleben. So, das war ebenfalls recht easy. Und dann würde ich sagen, auch wenn die Folge bei meinem Gefühl bisschen kurz ist, beenden wir diesen ersten Part jetzt schon mal und begeben uns dann in der nächsten Folge auf hier richtig durch die Mine. Ich hoffe, euch freut es genauso sehr wie mich wieder, dass dieses Let's Play nicht mehr pausiert ist, sondern jetzt endlich beendet werden kann. Hoffe ich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin freue ich mich wie immer über Kommis, Abos und Likes und eine wunderschöne Schmelze da draußen in dieser Temperatur. Ciao, XD.